Willkommen zurück zur neuesten Folge von Castlevania. Vania. Willkommen zurück zur neuesten Folge von Castlevania Lords of Shadow, Folge 32, wenn ich mich nicht täusche. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dieser neuen Folge, weil mir macht sie Spaß. Dieses Gebiet macht mir Spaß. Nachdem wir hier in der letzten Folge am Ende hier sogar noch, was haben wir gefunden? Lichtmagiestein? Ich glaube ein Lichtmagiestein, oder? Nee, Schattenmagiestein rechts, oder? Da ist doch die Leiste dann dicker geworden. Ich weiß nicht mehr. Was ist das denn, Alter? Warum können wir denn hier... Warum ist denn das so eine komische Kameraperspektive? Ah, okay. Okay. Hat nichts damit zu tun. Die Fräge aller Frägen. Also jetzt kommen wir jetzt auf normalem Weg jetzt hier wieder zurück und dann wieder in das Loch. Ne, warte mal, ich bin doof. Doch. In das Loch müssen wir ja rein. In das eigentlich schwierigere. Was gar keinen Sinn ergibt, ey. Aber nun gut, so soll es sein. We give our best. Ja, siehst du. Pipifax. Bin mal gespannt, was der Knochenwald noch für uns bereithält. Dürfen wir uns wahrscheinlich schön durchschwingen und dann, um dann an dieser Kante da zu landen. Hä? Oh, der hat mir jetzt wahrscheinlich hier. Genau, so hätten wir es machen sollen. Die Frage ist jetzt: Ist da unten noch was oder nicht? Oh, Scheiße. Oh, nee! Scheiß Chupacabras, Mann. Ja, ja, du Wichser. Oh, ist das lustig. Out of sight you are. War irgendwie so, ne? Hä, warum komme ich da nicht hoch? Wollte ich gerade schon meckern. Weil hier ist eine Secret. So, was haben wir hier? Schriftrolle? Nein, einen Lebensstein. Nice. Was ist hier oben? Ja. Findest du lustig, wa? Okay. Wahrscheinlich Gegner-Time. Ah, große Überraschung. Da ist eh nichts drauf. Aua! Mann! Lass mich los, Mann, du Arsch. Ach komm, da hat er mir noch eine gegeben. Na, der will spielen, ne? Ach shit. Bin ich nicht rechtzeitig gesprungen, leider. Halt die Backen! Halt die Backen! So. Können wir da auch hier hoch, da oben? Warm! Yes, yes! Sei ruhig. Na also, gib meine Kräfte da her, Bastard. Von wegen Cold und Warm und sowas, hat mich voll verarscht, Alter.
So, aber wir haben unsere Kräfte wieder. Das ging ja geschwind. Ach, hier so. Ah, deswegen sind wir da von einer Seite. Ah, okay, 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 okay. Nice. Na, ihr habt's auch begriffen, wo wir eben waren. So, mal kurz kontrollieren. Könnte hier. Nee, da kommen wir nicht hoch. Okay. Das war ja simpel. Deutlich einfacher als das letzte Mal. So. Oh, oh, oh. Nicht zu weit. Aber, lol. Okay. Oh, vielleicht haben wir jetzt da oben ein Secret vergessen, ne? Könnte sein. Aber kann ich auch nichts machen jetzt. So, hier rüber. Und da. LOL! Ich wollte gar nicht springen. Weil ich habe gedacht, guck mal her, der geht automatisch runter. Ich dachte, man müsste noch eine Taste drücken. Weil manchmal ist es so, dass man noch eine Taste drücken muss, wenn es immer ein bisschen an der höheren Stelle hängt. Also wenn es tief runtergehen würde, muss man extra Taste drücken, zu bestätigen. Ja, ich will sicher nicht hochspringen. Ach, scheiße, nein! Boah. Okay, nice. Das ist natürlich auch wieder die Frage, ist unten eventuell was, ne? Probably. We will forget something. Höchstwahrscheinlich. Ich wette, da rechts ist was, Alter. Da unten, Alter. Ich sag's euch, Leute. Wenn wir jetzt hier nach unten springen würden, hier in die Richtung, wo ich jetzt schaue. Ich fürchte, da ist was, Leute. Aber erstmal gucken wir mal, was da oben ist hier. Wahrscheinlich Schriftrolle, weil da sieht's aus, als würde es weitergehen. Ganz genau. Ich habe ihn gesehen. Gandolfi lebt. Ernsthaft? Er versteckt sich im Wald, als alter Bettler verkleidet. Ich bin mir sicher, dass er es ist. Er ist der Krieger, auf den wir gehofft haben. Er wird die Fürsten der Schatten mit seiner legendären Waffe stürzen und uns alle retten. Ich wusste, er würde zurückkehren. Preise den Allmächtigen. Aber die Waffe haben doch wir jetzt mittlerweile. Das würde das entkräftigen, dass das tatsächlich Gandolfi ist. Vielleicht war es mal Gandolfi und das böse Überbleibsel quasi haben wir dann quasi vor uns, was wir besiegen müssen. Ich sterbe jetzt. Aber ich muss es halt testen, Leute. Sorry. Ich musste das testen. Wir werden so oder so was vergessen hier. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich versuche so viel wie möglich beim ersten Mal schon zu finden, ne? Oh, Alter. Nur ein Lichtmagiestein, den haben wir liegen lassen, leider. Knochenwald! Abgeschlossen. Ja, dann machen wir doch direkt weiter. Ja, hätten wir eigentlich in der letzten Folge noch schaffen können, ne? Wenn ich nicht mich mit der Zeit zu vertan hätte. Ein Lichtmagiestein fehlt nur. Naja, müssen wir ein anderes Mal machen. Jetzt geht's in den Kummermoor. Okay. The stench of death is strong. A witch holds power here, but I sense Gabriel is more than a match for her. The bones of his fellow warriors litter the place, but he seems oblivious to them. Stoic and determined to move forward, he doggedly fights on. He has not slept for days, he rests only briefly. I sometimes hear him talking to her, telling her he loves her, that they will be together again. In the dark, he weeps for her. Or perhaps it is for his own lost soul. Warum verlorene Seele? Wir machen doch eigentlich was Gutes, oder? Immer mehr Zweifel kommen auf. Alter, was ein Haus, ey. Das ist ein Baumhaus. Das hier sind übrigens immer Filmsequenzen, deswegen sind die so ein bisschen
verpixelt aus, falls ihr euch wundert. Das ist zwar Spielgrafik, klar, keine Frage. Aber halt in... Also halt vorberechnete Spielgrafik. Also das sind feste Filmsequenzen, die nicht von meiner CPU bzw. GPU berechnet werden. Ermöglicht natürlich auch teilweise schönere Effekte wie das hier und alles. So wie... Wie das bei Resident Evil 4 der Fall war. Lost away. Oh, lost away. Master told Baba you would come. Who is your master? The king, of course. The king of the angels. Lost your way then? Baba can help. Baba knows the path. Baba Yaga. Where, where must I go? Only in the music box. Can blue rose grow? Baba wants to be young and pretty again. Bring Baba blue rose. Baba will show you the way to the land of the dead. Baba shrink you small enough to enter the box. Inside you must pass the test and bring Baba rose back. Baba will be young again. Oh, yes. Box locked. Scarecrows took keys. Oh, bad scarecrows. Keys of three. Bring me three, and you will see. Baba glad to set you free. Find keys and bring to Baba. Baba not lie to you. Three keys. Go no further without the keys. I will get them for you, but you must promise to help me. Yes, yes, promise I will. Keys first. Go, go! Okay. Baba Yaga, Mann. Sag's euch. Die Hexe aus den russischen Märchen. Weiß der Ursprung überhaupt russische bei den russischen Märchen? Die kennen sie halt nur daher. Mein erster Berührungspunkt ist daher. So, was haben wir da? Warum denn ist denn da was Neues? Ach, Baba Yaga wahrscheinlich, ne? Monster müssen wir erst nochmal lesen. Was haben wir denn da? Wahrscheinlich diese Zombies. Kopfloser Wühler heißen die hier. Kopfloser Wühler. Größe, Mittel, Schwierigkeiten, Mittel. Naja, würde ich eher einfach, aber egal. Ups, nochmal hoch. Bei diesen untoten Kreaturen handelt es sich um die enthaupteten Überreste von Kriegern der Bruderschaft. Durch Nekromantenmagie wurden sie wiederbelebt und machen nun Jagd auf ihre ehemaligen Waffenbrüder. Mit ihren Köpfen können sie nach Belieben angreifen und ihre Opfer zerfleischen. Doch ihre Körper sind ihre Schwachstelle. Jeder, der in einen Kampf mit den Zombieköpfen verwickelt wird, sollte sich das merken. Okay, jetzt Hauptcharaktere. Nee, warte mal. Hauptcharaktere. Baba Yaga, da ist er. Baba Yaga, diese alte Vettel, ist Gegenstand vieler volkstümlicher Mythen. Meist wird sie als böse Hexe dargestellt, die Kinder frisst und in einer Hütte lebt, welche auf Hühnerbeinen steht. Obwohl ein Teil dieser Legenden wahr ist, steht ihr Haus nicht auf Hühnerbeinen. Doch was den Rest betrifft, wer weiß. Baba Yaga braut gerne einen besonderen Tee aus den sehr seltenen blauen Rosenblüten. So kann sie sich vorübergehend aus einer hässlichen Alten in eine wunderschöne junge Frau verwandeln. Obwohl sie manchmal Leuten hilft, ist sie normalerweise äußerst gefährlich. Sie um einen Gefallen zu bitten... Es sei denn, man fragt sehr höflich... Und kann ihr im Gegenzug selbst etwas anbieten. Aber das ist ja so ein bisschen, verwandelt sich in eine, kann sich in eine verwandeln. Sie macht sich ja im Prinzip bloß zeitweise jünger. Das heißt, sie war früher mal wirklich eine schöne Frau, ne? So deute ich das. Wohlwollend. So, dann bin ich mal gespannt. Drei Schlüssel soll man suchen, hat sie gesagt. Die olle Hexe. Okay. Krähen. Hier haben wir bestimmt nochmal eine Schriftrolle fürs Rätsel, ne?
riecht nach einem Rätsel hier. Die Hexe sagte, dass die Vogelscheuchen, die an diese Pfosten gebunden sind, lebende Wesen seien. Und zuerst konnte ich ihr nicht glauben. Aber nachdem ich nun schon tagelang eine von ihnen beobachte, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Gestern landeten ein paar Vögel auf dem Kopf der Vogelscheuche und ich hätte schwören können, dass sich etwas bewegt hat, um sie zu fangen. Ich habe sofort zum Schwert gegriffen und das Monster attackiert, doch es verharrte regungslos, ohne auf meine Hiebe zu reagieren. Okay. Ich bin gespannt, was das für eine Rätsel sein soll. Okay. Was genau bringt das? Ah, was ist das denn, Alter? Oh ne, nicht wieder diese Scheißviecher, die wir schon aus dem Labyrinth kennen. Ich meine, die waren jetzt nicht super nervig. Die haben uns ja Leben gespendet und waren nicht zu bekämpfen. Aber die kommen halt immer wieder und das ist das Nervige daran. Glaube ich zumindest. War das so, dass die immer wieder kommen? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, jetzt wo ich drüber nachdenke. Ich könnte mal testen. Da hinten ist noch ein Typi. Mal gucken, was da zu finden ist. Noch eine Schriftrolle. Dieses Land strotzte einst nur so von Leben und Schönheit. Und seht es euch jetzt an. Der Gedanke des Todes wabert überall. Die Vogelscheuche sehen alles. Und ich habe gehört, dass die Krähen von Malfas über diesen Ort wachen und ihrer Meisterin Bericht erstatten. In einer alten Legende heißt es, dass eine Hexe den Geliebten von Malfas tötete und dass sie Rache schwor. Ich frage mich, ob das alte Weib noch lebt. Oder ob das nur eine gute Nachtgeschichte ist, die Kindern Angst einjagen soll. Ah, das heißt, Baba Yaga hat den Geliebten von Malfas getötet. Okay. Das ist natürlich tragisch. In gewisser Weise. Hier hinten war doch noch irgendwo was. Warte mal, von hinten habe ich das doch gesehen. Oh, hier war doch so ein Typi. Hä? Hab ich den hier gesehen? Schriftrollen haben wir hier auf jeden Fall eine Menge, ey. Ich habe meinen Tod gesehen und er ist wahrlich schrecklich. Aber es tröstet mich, dass meine Träume mir sagen, einer werde es schaffen und die Fürsten des Schattens besiegen. Ich frage mich, ob er bereits das Land durchkämmt und jene vernichtet, die all das zerstören wollen, was wir lieben. Wenn ja, dann sei Gott mit dir, mein Freund. Und töte und töte immer weiter im Namen Gottes, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mögen alle, die sich Gott in den Weg stellen, seinen Zorn zu spüren bekommen. Alright. Wir müssen nochmal hier nach links gehen, wo wir hergekommen sind. Da habe ich nämlich was gesehen. Ne, warte mal, da ist was anderes noch, was leuchtet, Leute. Something else. Ah, hier. Ah, einen Lebensstein. Nice, immerhin. Eine Sache schon mal gefunden. Warum leuchtet das rot? Hat das einen Grund? Vielleicht. Aber erstmal noch nicht. Wir schauen uns erstmal um, bevor wir weitere Vorkehrungen treffen. Ah, okay. Hä? Ich schwöre mir, dass wir das eindonnern können. Können wir nicht. Versuch's noch einmal mit dem hier. Aber es geht nicht. Definitiv not that way. Erstmal aufladen hier am Geilomat. So. So, hier haben wir nichts mehr. Das heißt, wir brauchen unsere Kräfte. Das wäre hier kein Geilomat, ne? Ist nicht so schwer zu verstehen. Und ich glaube, dieses rote Wabern, was man da sieht, lässt darauf schließen, dass wir unsere Schattenmagie brauchen werden.
That seems pretty easy. Ja, ganz viele von diesen Dingern. Wir müssen die in irgendeiner bestimmten Reihenfolge machen, glaube ich. The question is, which one? Guck mal, das leuchtet jetzt auch rot. Wissen wir, schaffen das alle rot leuchten? Maybe? Ist zumindest nicht ausgeschlossen. Hier können wir auf jeden Fall erst nochmal drehen. Das werden wir auf jeden Fall mal machen. Beziehungsweise wegrütteln, die Krähen. Okay, was passiert jetzt? Oh, Gegner-Time. Die Vogelscheuche erweckt zu leben. Zum Leben. Wir können Freunde sein, wenn du nicht. Ah, I have an idea. Müssen wir den dazu bringen, das alles anzukokeln vielleicht? Könnte es sein. Let's test this. Aber da hat er Lebensbar. Das heißt, wir müssen den bekämpfen. Gucken, was er erstmal drauf hat. Okay. Lol. Wichser. Aber der hat nicht so viel Life. Das heißt, es wird mehrere davon geben, gehe ich davon aus. Super Rätsel, Alter. Ja, ja, Alter. Okay, haben wir geil. Komm mal her, Mann. Alte Vogelscheuche. Ja, komm schon. Ah, weggeschlitzt, Mann. Ah. Was ist das? Die Vogelscheuche hat einen Schlüssel fallen lassen. Ah. Okay. Easy Man. Ah, das ist kein cooles. Das ist kein wirkliches Rätsel, glaube ich. Ne? Also, will ich sagen, das ist nicht cool, ist aber kein wirkliches Rätsel. So, Monster müssen wir natürlich noch durchlesen. Vogelscheuche. Vogelscheuche. Größe, groß, Schwierigkeit, hoch. Naja, die macht zumindest viel Schaden. Die Vogelscheuchen sind magische Konstrukte der Krähenhexe Malfas, die alles angreifen und töten, was sich bewegt. Malfas schuf die Vogelscheuchen, um Baba Yaga im Auge zu behalten und sie dadurch, dass ihr Bewegungsspielraum eingeschränkt wird, weitestgehend unschädlich zu machen. Die Vogelscheuchen werden von den Vögeln geweckt, die der bösen Krähenhexe dienen. Sie sind äußerst schnell und greifen mit rasiermesserscharfen Sensen an. Das ist aber sehr verwirrend, weil eigentlich, wenn die der Malfas dienen und diese Vogelscheuche auch eine Kreation von Malfas ist, warum stört sich die Vogelscheuche dann an den Krähen? Müssten ja dann eigentlich in irgendeiner Form ja verbündet sein, ne? Oder so. Ah, keine Ahnung, ist egal. Ich mache mir wahrscheinlich schon wieder zu viele Gedanken. Auf jeden Fall Rätsel, ja, kann man vielleicht als Rätsel bezeichnen. Okay, jetzt wird's interesting. Vielleicht. Ein neuer Krähenschwarm kam angeschwört. Ja, in der Tat, kann man so sagen. Ach, lass mich raten, wenn wir die dann da jetzt weglocken, gehen die wieder auf die Anfangsposition, ne? Ah, die gehen wieder zurück, alles klar. Das heißt, wir müssen jetzt mit dem anderen Schwarm irgendwas machen. Und wie kommen wir zu dem anderen Schwarm? This is what we have to find out. Dum, 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 dum. Oh Scheiße. Ach, Violen haben wir noch genug. Kommen wir auch nicht hoch. Wie kommen wir denn dann zu diesem Schwarm da oben? Das ist die dümmste Frage, glaube ich. Auf jeden Fall diese roten
Waben, nenne ich mal. Dieses rote Waben lässt darauf schließen, dass die alle beseelt sind, diese Vogelscheuchen, beziehungsweise an den anderen hängen gar keine Vogelscheuchen dran. Wie kommen wir denn jetzt an den Schwarm da oben ran? Ha. Seems pretty hard. Oh, Atman. So, das können wir ja auf jeden Fall nochmal machen. So, und dann taucht da dieser Schwarm da oben auf. Also oben, hier oben muss irgendwo der andere Star, da oben ist der andere Schwarm. Aber wie kommen wir da hin? Oh. No idea. Keine Ahnung. Mit den anderen Dingen können wir ja noch nicht rütteln, weil da ja noch keine Schwärme dran sind. Warum kommen wir denn nicht da hoch? Das ist doch Käse, Alter. Ey, verarschen. Wie kommen wir denn da hoch? Ah lol, hier können wir... Achso, das ist halt wieder der Anfang. Wie kommen wir denn da hoch? Was bringt denn das, dass dieser Schwarm jetzt da oben ist? Wir kommen ja gar nicht hin. Hä? Bin ein wenig überfragt. Und wie können wir das... Lol. Okay. Ah, ein Geheimnis. Oh, Spoiler. Ein Lichtmagiestein. Oh, nice. Tut mir gerade gelegen und fühlt auch gleichzeitig auf hier. Warum nicht extra zum Geilomat gehen? Bam! Nice, Mann. Aber das hier ist hier nur ja Geheimnis, ne? Bedeutet, hier wird es nicht weitergehen. Davon ist zumindest mal auszugehen. Ich höre doch auf mit dem Rotz. Also wenn ich nicht bald auf die Lösung komme, muss ich wohl auf die Lösung schauen. Das möchte ich eigentlich gar nicht, ey. Aber ich habe keinen Anhaltspunkt gerade, wie ich da hochkommen soll. Zu den Raben, zu den Krähen. Ich könnte ja... Was bringt denn das, wenn ich die... Warte mal, war ich hier? Bin ich da schon... Genau, hier kann ich ja dran rütteln. Dann gehen die aber wieder nach links zurück auf die Anfangsposition. Das bringt mir aber nichts. Achso, wir können ja jetzt mal einen Schlüssel bringen, ne? Mal gucken, was dann passiert. Wäre interessant, ne? Können ja mal gucken. Vielleicht bringt das ja was, keine Ahnung. Baba will let you climb out when you have finished your task. Warum hat sie uns denn dann beim ersten Mal hochklettern lassen? Okay, das heißt, wir müssen erst alle drei Schlüssel finden, bevor wir wieder nach oben dürfen. Und dann will sie uns schrumpfen und wir sollen in die Kiste rein. Puh. Ob ich das cool finde? Not really. Ist halt auch ein bisschen undurchsichtig. Wo kann ich hoch und wo nicht, ne? Ein bisschen. Bleib liegen. No clue what to do.
Beziehungsweise nicht wirklich. Moment. Ah, scheiße, ey. Oh, da ist noch ein Splitter. Geil, Oman. Immer noch nicht voll. Ah, alrighty. Na komm, rupf weg den Scheiß. Ah, hier kommen wir nach oben. Gott sei Dank, Alter. So, mal kurz hier gucken. Was ist hier? Wahrscheinlich eine neue Schriftrolle. Ah, nee. Lichtmagiestein. Oh, nehme ich auch. Das ist natürlich nett. Komm weg mit der. Okay. Dann wieder downstairs. Hä, war hier noch gar nicht? Oh, lol, Alter. Fünfmal im Kreis gelaufen und irgendwie doch nicht überall gewesen. Naja, eure Muttis. So, jetzt gehen wir zu den anderen Raben hier rüber. Ja, ist ja gut. So, weggerüttelt. Das Rütteln gefällt mir, muss ich sagen. Ah. Auf ein paar Teilen krähen scheinbar nur ungern ihre Bier. Okay. Ich habe mir fast schon gedacht, dass wir die anderen erstmal wieder zurückschicken müssen auf den Anfang. Hm, gespannt. Aber was bringt denn das, die jetzt noch darüber zu rütteln? Hm. Mal gucken, wo die hingehen. Ach, dann gehen die bestimmt dann da nach links wahrscheinlich, ne? Pass mal auf. Ah, Umleitung, alles klar. Haben wir nice, finde ich nice. Aber ist jetzt auch kein Rätsel in dem Sinne, oder? Ja, das war klar. Können wir das überspringen? Ja, kennen wir ja schon. Klar, Alter. Der schlägt immer drüber. Der Fick dich, Alter. Oh, scheiße. Das ist Lüge. Alter! Nein, Mann! Au, oh, Alter! Gibt's uns ja richtig, Mann. So haben wir nicht gewettet. So, weg mit dir. Ein Schlüssel. Wer hätte das gedacht? Ja, Schlüssel, ich hab's gelesen. So, aufgenommen. Der zweite Schlüssel ist in unserem Besitz. So, die Frage ist jetzt. Wo sind jetzt die Krähen hin? Weil wir brauchen ja. Die Krähen sind wieder weggeflogen. Okay. Ah, jetzt sind sie hier. Wer hätte das gedacht? Rütteln. Auch hier sehr stimmungsvolle Mucke. Ich mag das immer sehr, wenn so ein bisschen im Hintergrund Stimme einsetzt, auch wenn es jetzt kein Text oder sowas hat. Spielt keine Rolle, aber hört euch das einfach an.
Ah, das ist natürlich gerade weg, habe ich es überbabbeln leider. Naja, und die Krähe hat halt dann, die Vogelscheuche hat halt dann den letzten Schlüssel. Mal wieder ein bisschen Leben aufbilden. Ich glaube, dafür sind diese kleinen Viecher da. Natürlich, um uns ein bisschen zu nerven, aber in Wirklichkeit, um uns Leben ein bisschen aufzubilden. So, jetzt filmen wir uns natürlich nochmal unsere Kräfte auf, bevor wir uns der letzten Vogelscheuche stellen. So. Oh, ich glaube, das könnte falsch gewesen sein. Mal schauen. Wir brauchen eigentlich noch einen dritten Schwarm, ne? Kann das sein? Oder geht das jetzt schon so? Könnte natürlich jetzt schon gehen, weil die einfach gerade ausfliegen. Sollte es ja passen. Offenbar ist ein weiterer Krähenschwarm nötig. Ah, wo kommen wir denen her? Wo kriegen wir den denn her? Weiterer Krähenschwarm nötig, lol. Okay. Ihr seht Fragezeichen in meinem Kopf, wollte ich schon sagen. Aber da kommen sie ja schon an. Das ist ja nett von euch. Das ist ja nett von euch, Malphas Krähen. Das sieht ja immer noch dienen, die Malphas, die ist ja Geschichte, ne? So viel ich weiß. Die haben ja da den Berg runtergeschubst. Jetzt geht's los. Ich kann auch nicht loslassen in dem Moment, weil fette 50 fällt. So, das letzte Mal gucken wir uns noch an. Weil eigentlich ist diese Band gar nicht so scheiße. Ich wollte nur kurz ein bisschen Zeit überspringen. Warte mal! So. Das gefällt dir, ne? Auch wenn die Skills eigentlich so gesehen viel verschwenderischer sind. Alter, was. LOL! Viel verschwenderischer sind als die normalen Angriffe. Sehen sie halt einfach cool aus, muss man sagen. So, jetzt gibt es auf den Sack oder so ähnlich. So. Ein Schlüssel. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. So, Schlüssel mitgenommen. Rätsel gelöst! Rätsel gelöst! So, jetzt gehen wir zur Hexe Baba Yaga und gucken mal, ob sie ihr Versprechen einlöst. Sie hat es ja versprochen, immerhin. Wir haben ja immerhin auch etwas gegeben, so gesehen, ne? Laut Schriftrolle, die wir gefunden haben, müsste sie uns ja dann helfen. Wir haben ja auch geholfen. Naja, mal schauen. Würde mich nicht überraschen, wenn sie uns auch übers Ohr haut. Aber das müssen wir wohl rausfinden. Das weiß er natürlich, ne? Sieht sie von oben, dass wir unten Schlüssel haben, deswegen lässt sie uns hoch.
Good. Good. Now, Baba put you inside the box. What? Close your eyes, or spell will blind you. Septum contra bestias fabulae. Alright. Ah, wir haben einen Schattenmagiestein leider nicht gefunden, aber ansonsten bin ich eigentlich zufrieden. Und damit ist der Kummermoor vorerst abgeschlossen. Und als nächstes geht es dann in den Leierkasten. Und dadurch, dass das letzte Gebiet in diesem Kapitel ist, gehe ich davon aus, dass da böse große Gegner oder ein Gegner vielleicht warten wird. Oder vielleicht ein Rätsel sogar. Vielleicht ist das nur so ein Zwischenkapitel. Keine Ahnung. Wir werden es herausfinden in der nächsten Folge von Castlevania Lords of Shadow. Und lasst mir eure Kommentare, wie euch diese gefallen hat. Ich fand das eigentlich ganz nett, mit den Krähen so ein bisschen zu rätseln und sowas. Ach scheiße, ich wollte eigentlich nochmal ein altes Gebiet schauen. Warum habe ich denn jetzt schon hier den Kummermoor gemacht? Naja, ist für euch gut. In der nächsten Folge dann Leierkasten. Je nachdem, wie lange der Leierkasten dauert, ein weiteres altes Gebiet. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Wenn nicht, könnt ihr es ja gerne schreiben. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und dann bin ich jetzt weg. Bis dann. Bye bye. Und tschüss.